Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist. Mein Leben heißt sich Regen, mein Leben wandern heißt. Seid leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmelstand, sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid, der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. Seid herzlich begrüßt zum Gottesdienst am Sonntag Jubilate. Jubelt. Ein für mich sehr persönlicher Gottesdienst, weil es für mich eine besondere Zeit ist. Dennoch möchte ich es nicht versäumen, mit euch einen Gottesdienst zu feiern, aus meiner persönlichen Betroffenheit heraus und vielleicht auch so, dass ihr mitfeiern könnt und vielleicht auch so, dass sich der Geist Gottes für euch auch erschließt. Wir wollen das tun im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht fahren lässt das Werk seiner Hände. Ich lade euch ein, gemeinsam dem Psalm unter der Nummer 730 aufzuschlagen. 730, das ist der Psalm 66. Ich lese ihn langsam in einem durch und ihr mögt mit einstimmen, ob ihr komplett mitlest oder nur Teile übernimmt. Das sei euch anheimgestellt. 730. Jauchzet Gott alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke, deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir. Lob singe deinem Namen. Kommt her und seht die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelt das Meer in trockenes Land. Sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. Darum freuen wir uns sein. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Lobet ihr Völker unseren Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen zum Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Lasst uns beten. Gotteslob, das kommt so selten bei uns vor. Wir haben uns darauf eingestellt, eher zu klagen über die Verhältnisse der Welt, darüber, wie schlecht es uns geht, über all das, was uns irgendwie anficht. Aber loben für die Dinge, die da sind, für die Dinge, die uns zuteil werden, für das Gute, das sich manchmal hinter dem Grauen und scheinbar Schlechten verbirgt, haben wir kein Lob. Das Gute nehmen wir hin, das Schlechte beklagen wir laut. Gott, wir bitten dich, lass uns in all dem, was geschieht, auch das Gute finden. Lass uns das Gute suchen, der Stadt Bestes, dass wir neue Wege finden, gerade da, wo die alten scheinbar nicht mehr gangbar sind. Dass wir aus deinem Geist heraus erfahren, dass wir so viel mehr sind als das, was wir planen und tun. Dass wir so viel mehr können als das, was wir bisher getan haben, dass du uns begnadet hast mit deiner Liebe. Darum schenke uns Mut, neue Wege zu gehen und zeige uns, wie sich unser Leben fügt, wie du hineingreifst, oftmals so unerkannt, aber so, dass wenn wir es zulassen, wir große, große Freude daran haben. Das zeige uns durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert,
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns ein Lied singen. O sag Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruh, heilig, heilig, heilig zu. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Johannes im 15. Kapitel. Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht im Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Selig, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Halleluja. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns singen das Lied: Wer nur den lieben Gott lässt walten. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach?
Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Man halte nur ein wenig Stille und sei doch in sich selbst vergnügt, wie unser Gottes Gnaden Wille, wie sein Allwissenheit es fügt. Gott, der uns sich hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Er kennt die rechten Freudenstunden, er weiß wohl, wenn es nützlich ist. Wenn er uns nur hat treu erfunden und merket keine Heuchelei, so kommt Gott, ehe wir es uns versehen, und lässt uns noch viel Gut geschehen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Wir haben gerade dieses Lied, Wer nur den lieben Gott lässt, walten, gesungen. Und ich habe das schon oft gesungen. Und euch geht das vielleicht auch so. Vielfach denkt man an ein altes Lied, ein schönes Lied, das kann man gut mitsingen. Aber es manchmal bleibt das eben auch so, wie viele Lieder auf Distanz. Es ist eben ein altes Lied und manchmal bringe ich das gar nicht in Kontakt zu mir selbst. Manchmal bringen sich die Dinge von selbst in Kontakt, wenn ich das zulasse. Wir hatten eben das Evangelium vom Weinstock und den Reben. Wenn ich in Kontakt bleibe mit Gott, dann kann ich die Welt noch einmal ganz anders erfahren, dann erschließt sich mir vieles in der Welt noch einmal völlig neu. Und ich muss einfach gestehen, das habe ich schon ganz oft erlebt. In meinem Leben passiert sowas immer wieder, vielleicht weil ich auch die richtige Perspektive einnehmen kann aus meinem Glauben, aus meinem Vertrauen heraus. Und das möchte ich euch einfach heute mal bezeugen. Das ist normalerweise nicht so ganz mein Ding, aber ich möchte euch mal was erzählen, was mir passiert ist und was mich dann wieder zu diesem Lied, Wer nur den lieben Gott lässt walten, geführt hat. Das ist, ja, zum Beispiel eine Strophe, die mich denn ganz besonders anspricht. Und die muss ich jetzt auch erstmal gerade suchen. Ah ja, man halte nur ein wenig Stille und sei doch in sich selbst vergnügt, wie unseres Gottes Gnadenwille, wie seine Allwissenheit es fügt. Gott, der uns sich hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Da ist dieses Wort Fügung drin. Das haben wir gar nicht so gerne, weil wir ja selbst so unglaublich gerne glauben, wir wären der Regisseur unseres eigenen Lebens. Wie wenig das der Fall ist, erleben wir gerade. Da sind viele, viele Mächte, die Einfluss auf uns nehmen. Der äußere Anlass ist ein kleines Virus, aber die Mächte, die darauf reagieren und uns regieren und bestimmen, sind natürlich menschliche Mächte. Menschliche Mächte, davon redet die Heilige Schrift ganz viel. Machtvolle Könige, die erobern. Und immer wieder, gerade auch im Alten Testament, wird davon gesprochen, wie Gott sich diese Mächte in Dienst nimmt. Es ist nicht einfach eine zufällige Aneinanderreihung von Dingen, sondern wer aus der richtigen Perspektive drauf guckt, der kann da noch eine andere Sinnebene erkennen, die natürlich ausgesprochen subjektiv ist, aber für den Glauben ganz wichtig. Die Corona-Krise. Die äußerlichen Bedingungen bedeuten für mich, ich kann nicht mehr so arbeiten, wie ich möchte. Ich begegne vielen, vielen lieben Menschen nicht. Das ist ganz furchtbar. Ich konnte nicht in Urlaub fahren. Ich hatte 3 Ziele geplant. Hier war ein kurzer Urlaub, eine Woche, aber immerhin, das war schon so ein ganzes Stück meines Jahresurlaubs, der jetzt sich vollziehen sollte. Alles verpufft. Nichts mehr da. Und eigentlich ist das doch scheiße. Entschuldigung für dieses Wort. Aber plötzlich eröffnet sich ein ganz anderer Sinnhorizont,
den ich natürlich nicht sehen konnte, Gott sei Dank, aber ein Sinnhorizont, der mir sagt, es ist gut, dass es so gekommen ist. Weil just in dieser Zeit wurde meine Mutter schwer krank. Und sie, die schon längere Zeit immer etwas weniger wurde, immer mehr Kraft verlor, sie stürzte plötzlich völlig ab. Ich hatte Zeit für sie. Ich konnte sie stets besuchen, habe ihr immer das Mittagessen gebracht, auch gemacht und habe meinen Dienst nebenher gemacht. Und die letzten, ja, 8 Nächte, 8 Tage ihres Lebens war ich dann fast unausgesetzt bei ihr. Weil sie brauchte das. Sie konnte nicht mehr schlafen, sie war unruhig, sie verlor immer mehr Kraft. Ich musste sie begleiten, dass sie nicht fällt. Und es war eine erfüllte Zeit. Bis hin zu ihrem Tod. All das hätte ich nicht so in dieser Ruhe und in dieser Fülle haben können, wenn sich meine Pläne erfüllt hätten. Natürlich hätte ich dann nicht in Urlaub gefahren, gar keine Frage. Aber vielleicht wäre ich aus dem Urlaub gerufen worden und viele Umstände hätten mich daran gehindert, nicht in dieser Ruhe und in dieser Harmonie mit ihr zusammen sein zu dürfen. Gottes Allwissenheit fügt. Man kann natürlich sagen, das sind Zufälle. Es fällt mir aber etwas zu und das ist kein Zufall. Es ist etwas, was meinem Leben eine neue Sinnebene vermittelt, mich neu sehen lässt, dass sich Wunder in der scheinbaren Alltäglichkeit ereignen, dass dieses Wunder des Abschiednehmendürfens ein großes Geschenk mir von Gott zuteil geworden ist. Wie das auch dieses wunderbare Lied sagt, wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Das ist die Erfahrung, die ich immer wieder machen durfte, eine große Gnade. Aber dazu muss man Gott auch arbeiten lassen. Dazu muss man auch aus seiner Hand Dinge empfangen, die man vielleicht gar nicht möchte. Man muss sich ein Stück weit führen lassen, nicht indem man seinen eigenen Intellekt, seinen eigenen Verstand aufgibt, sondern verstehend Gottes Wort ergreifen, seine Hand ergreifen und so quasi die Kraft aus dem Weinstock ziehen und nicht aus irgendeiner eigenen Fantasie. Die Kraft daraus ziehen, dass er mein Leben lenkt und regiert und dass er mich bis über den Tod hinaus in seiner Hand hält. Nämlich dieses zeichenhafte Miteinandersein auf den Tod hin, was ich mit meiner Mutter erlebt habe, bestärkt mich in der Hoffnung über den Tod hinaus, die ich ohnehin hatte, die aber jetzt nochmal umso kräftiger geworden ist, wo ich dieses Wunder im Alltäglichen erleben durfte. Bitte verzeiht mir diese sehr subjektive Sicht. Aber für mich ist es etwas Wunderbares. Man mag das anders sehen, aber vielleicht müssen wir nur mal hinschauen, um zu erkennen, wie wir die Kraft aus dem Weinstock kriegen, wenn wir uns als seine Rebe verstehen und uns führen lassen, dorthin, wo er uns hinführt. Denn es ist gut, dass wir ihn haben. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel legt. Weiteres schönes Lied. Lasst uns singen. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, dass dir den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen
und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Lass uns beten. Guter Gott, du begleitest uns, oft so unerkannt in unserem Leben. Nein, du vergewaltigst uns nicht, sondern du zeigst uns Wege. Wir können uns dem verweigern, natürlich. Aber gut ist es, wenn wir sie aus deiner guten Hand annehmen. Du raubst uns nicht die Freiheit, aber du schenkst uns Möglichkeiten. Du stellst unsere Füße auf weiten Raum. So bitten wir dich, lass diese Botschaft allen Menschen zuteil werden, auch durch uns. Dass wir uns öffnen für die Wege, die du uns zeigst. Dass wir uns nicht verschließen durch selbstgemachte Ideologien, selbstgemachte Ängste vor Menschen und vor Umständen. Lass uns offen sein, offen und fröhlich und mit gutem Verstand deine Wege gehen. Wir bitten dich für die Menschen, die heute traurig sind, weil sie krank sind, weil sie um ihre Existenz fürchten, weil all das, was sie umgibt, nicht gut ist. Wir bitten dich für die, die traurig sind, weil sie einen geliebten Menschen verloren haben, den wir in deiner Hand gut geborgen wissen. Wir bitten dich für all das Elend in der Welt, dass wir Helfer werden und zugleich du Hoffnung in die Welt stellst. Wir bitten dich dafür, dass jenseits dieser Krise nicht der Egoismus weiter waltet, wie wir in allen Teilen sehen, wo Menschen für sich versuchen, das Beste aus der Sache zu machen, ohne sich darauf, dass das längst nicht das Beste für alle ist. Wir bitten dich um Weitsicht, um Großherzigkeit, aber auch um entschiedenes Nein da, wo Egoismus Gerechtigkeit verhindert. Vieles möchten wir dich bitten im Jubel und in der Nachdenklichkeit dieses Sonntags. Wir wollen es hineinnehmen in einen Moment der Stille. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns allen seinen Frieden. So segne und behüte uns der allmächtige und gnädige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Geht hin im Frieden unseres Herrn in diesen Tag. Geht hin in seiner Liebe, spürt, wie er euch begnadet und empfangt Trost da, wo ihr traurig seid. Alles Gute, noch einmal Gottes Segen. Nun aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Vergesst
wisset, was da hinten liegt und unseren Weg beschwert. Wer ewig euer Herz vergnügt, ist wohl des Opfers wert. Und was euch noch gefangen hält, o werft es von euch ab. Begraben sei die ganze Welt für euch in Christi Grab.